Das Familienunternehmen Viessmann hat seine Wärmesparte verkauft für 12 Milliarden Euro. Und das Unglaubliche ist, dass sie darauf nur 1,5% Steuern zahlen. Ein Milliardengewinn und nur 1,5% Steuern. Und natürlich stellt man sich da die Frage, ist das legal? Wie kann das eigentlich sein? Und ich persönlich stelle mir natürlich die Frage, kann ich das auch so machen? Und diese Fragen werde ich in diesem Video beantworten. Zunächst schauen wir uns erstmal an, was genau passiert ist. Viessmann ist ein Familienunternehmen und hat jetzt die Viessmann Climate Solutions SE für 12 Milliarden Euro verkauft. Und zwar für 9,6 Milliarden in bar, also dafür haben sie Geld bekommen. Und im Wert von 2,4 Milliarden Euro haben sie Aktien von dem Käufer bekommen. Das heißt, bei 2,4 Milliarden Euro ist kein Geld geflossen, das war eine Art Aktientausch. Und die Familie Viessmann hat jetzt statt Anteilen an der Viessmann Climate Solutions SE Aktien im Wert von 2,4 Milliarden an Carrier. Das sind, um genau zu sein, 58,6 Millionen Aktien. Das heißt, insgesamt hat die Familie 12 Milliarden Euro Umsatz gemacht. 9,6 Milliarden haben sie in Geld überwiesen bekommen und 2,4 Milliarden war ein Tauschgeschäft. Und natürlich hat die Presse darüber berichtet. Was ich da persönlich ganz spannend finde, ist einmal der Bericht in Kapital, und zwar mit der Headline, Viessmann zahlt auf Milliardendeal nur 1,5% Steuern. Oder die Wirtschaftswoche hat geschrieben, warum Familie Viessmann auf ihren Milliardendeal nur 1,5% Steuern zahlen muss. Und das klingt erstmal Wahnsinn, oder? 12 Milliarden Euro liegen da jetzt irgendwo an Wert, der dafür eingenommen wurde für diesen Verkauf, und darauf sollen nur 1,5% Steuern gezahlt werden. Und natürlich stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, wie kann das eigentlich sein? Und das magische Wort heißt da Holdingstruktur. Und zwar ist es folgendermaßen. Du kannst, wenn du eine Kapitalgesellschaft gründest, also beispielsweise eine GmbH, diese GmbH natürlich selbst besitzen. Also du bist der Gesellschafter einer GmbH und dann gehören dir die Anteile dieser GmbH. Und wenn die GmbH dann Gewinne erwirtschaftet, dann schüttest du dieses Geld aus, als Dividende, und dann zahlst du auf diese Ausschüttung 25% Kapitalertragsteuer. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen wie so ein Aktienhandel. Anteile an einer GmbH sind grundsätzlich steuerlich gleich zu behandeln wie Anteile an einer Aktiengesellschaft, also zum Beispiel dem VW-Konzern. Du kannst aber mit deinen Investitionen erheblich Steuern sparen, wenn du eine Holdingstruktur aufbaust. Was ist das genau? Du gründest nicht selbst deine GmbH, sondern du gründest eine GmbH, die eine GmbH gründet. Das heißt, du hast da nicht zwei Ebenen, also dich selbst und die GmbH, sondern du hast mindestens drei Ebenen. Du selbst hast eine GmbH, die aber nur eine vermögensverwaltende Gesellschaft ist, also eine Holding GmbH. Und diese GmbH gründet dann wiederum eine andere GmbH, eine operative GmbH, die tatsächlich etwas tut. Und das ist steuerlich sehr, sehr, sehr attraktiv, denn Ausschüttungen von einer operativen GmbH in eine Holding GmbH sind zu 95% steuerfrei. Das heißt, von 100 Euro, die ausgeschüttet werden, müssen nur auf 5% tatsächlich Steuern gezahlt werden. Und diese 5% müssen dann, wie GmbHs halt Steuern bezahlen, mit 30% versteuert werden. Das heißt, 30% von 5% sind 1,5% Steuern. Davon ist die eine Hälfte Körperschaftssteuer und die andere Hälfte Gewerbesteuer. Und genau das ist bei Familie Viessmann der Fall gewesen. Familie Viessmann hat offensichtlich gute Steuerberater gehabt und Familie Viessmann hat genau eine solche Holdingstruktur. Das heißt, sie haben jetzt durch den Verkauf dieser einen Gesellschaft 12 Milliarden Euro an Umsatz gehabt. Das ist natürlich nicht der Gewinn, denn abziehen von dem Umsatz muss man erstmal die Kosten. Und diese Gesellschaft, also die Viessmann Climate Solutions SE, die jetzt verkauft wurde, die hatte ein Stammkapital von 200 Millionen Euro. Und das ist die Kostenseite. Mit diesem Wert stand diese Gesellschaft in der Buchhaltung. Das heißt, um den Gewinn auszurechnen, weil man muss am Ende ja nur den Gewinn versteuern, rechnen wir 12 Milliarden Euro. Das ist übrigens auch vollkommen egal, ob Geld gezahlt wurde oder in Aktien bezahlt wurden. Das heißt, wir rechnen 12 Milliarden Euro minus 200 Euro, 11,8 Milliarden Euro Gewinn. Und 95% davon sind steuerfrei. Das heißt, versteuert werden müssen nur 5%. Und 5% von 11,8 Milliarden Euro sind 590 Millionen Euro. Das heißt, es gibt hier nur einen steuerpflichtigen Gewinn von 590 Millionen Euro. 30% davon sind dann 177 Millionen Euro.
Das heißt, Familie Wissmann zahlt tatsächlich nur 177 Millionen Euro Steuern für einen Verkauf, der 12 Milliarden gebracht hat. Damit kommen wir zu der absolut legitimen Frage, die heißt, ist das Ganze legal? Ist das auch irgendwie so gewollt? Weil, ganz ehrlich, wir reden hier nicht über irgendwelche Steueroasen. Wir reden hier nicht über irgendwelche Graubereichsgestaltungsmöglichkeiten mit Panama. Das sind einfach nur Gesellschaften in Deutschland. Das ist 100% legal so in Deutschland. Und der Gesetzgeber möchte tatsächlich auch, dass das so ist. Um zu erklären, warum das Ganze so funktioniert, muss ich ein wenig ausholen. Und zwar möchte der Gesetzgeber, dass Unternehmen Geld auch reinvestieren können und nicht sofort alles versteuern müssen. Denn das Geld liegt jetzt in der Holdinggesellschaft. Wir erinnern uns, es gibt eine operative Gesellschaft, die wurde jetzt verkauft, wurde ungefähr 12 Milliarden Euro mitverdient. Und jetzt liegt das Geld in der Holdinggesellschaft. Und da müssen relativ wenig Steuern gezahlt werden. Dieses Geld kann jetzt genommen werden, um in andere operative Gesellschaften investiert zu werden. Oder andere operative Gesellschaften zu kaufen oder neu zu gründen. Das heißt, dieses Geld kann ziemlich direkt reinvestiert werden, ohne dass es wirklich substanziell weniger wird. Wenn die Familie dieses Geld jetzt tatsächlich privat ausgeben möchte, also teure Urlaube machen, eine Yacht kaufen, Flugzeug kaufen und so weiter, dann können sie das jetzt zumindest noch gar nicht tun. Denn dieses Geld muss ja noch einmal von der Holding irgendwie in das Privatvermögen übertragen werden. Das heißt, da muss es irgendwie eine Ausschüttung geben, eine Dividende oder halt eine Gewinnausschüttung. Und tatsächlich würde diese Ausschüttung ganz normal versteuert werden. Und zwar mit 25% Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag. Was ganz, ganz wichtig ist und was ehrlicherweise auch die Headlines falsch suggerieren. Denn Familie Wissmann zahlt nicht nur 1,5% Steuern. Die Holdinggesellschaft von Familie Wissmann zahlt nur 1,5% Steuern. Wenn Familie Wissmann dieses Geld tatsächlich selbst haben möchte, zahlt Familie Wissmann auf die verbleibenden 98,5% halt noch einmal 25% Steuern. Schauen wir uns zusammenfassend einfach nochmal die Steuerbelastung in so einer Holdingstruktur an. Und zwar haben wir mich beispielsweise, ich habe eine Holding GmbH und dann eine operative GmbH. Die operative GmbH zahlt Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Insgesamt 30% Steuern. In diesem Fall, also im Beispiel von Wissmann, wurde ja in der Gesellschaft keine Steuern gezahlt, weil die gesamte Gesellschaft einfach verkauft worden ist für 12 Milliarden Euro. Das heißt aber, für die operative Arbeit in dieser Gesellschaft müssen 30% Steuern auf den Gewinn gezahlt werden. Wenn diese Gesellschaft verkauft wird oder wenn dann der Gewinn ausgeschüttet wird, wird in der Holdinggesellschaft 1,5% Steuern gezahlt. Und wenn ich dieses Geld dann aber ins Privatvermögen übertrage, muss ich noch einmal 25% plus Solidaritätszuschlag zahlen. Das heißt, insgesamt ist so eine Holdingstruktur nicht zwangsläufig steuersparend. Wenn ich aber Geld reinvestieren möchte, dann kann das durchaus Sinn ergeben. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Du musst kein Milliardär sein oder ein riesengroßes Familienunternehmen haben, um von den Vorteilen einer Holdingstruktur zu profitieren. Ich persönlich habe tatsächlich auch eine Holdinggesellschaft und diese Holdinggesellschaft hält Anteile an verschiedenen operativen Gesellschaften. Weil ich habe mir überlegt, dass ich in meinem Leben Unternehmer sein möchte. Ich möchte selbstständiger sein. Und ich möchte mir auch die Tür offen halten, irgendwann einmal meine Unternehmen zu verkaufen. Oder es gibt Gewinnausschüttungen. Und ich werde nicht jeden Euro, der da reinkommt, tatsächlich immer privat brauchen. Ich möchte beispielsweise auch für mein Alter vorsorgen. Und in solchen Fällen ergibt eine Holdingstruktur Sinn, weil ich dieses Geld reinvestieren kann und ich es nicht vollständig versteuern muss auf der Holding-Ebene. Natürlich gibt so eine Struktur nicht ab einem Euro Sinn. Also wenn du für 1000 Euro Aktien kaufen möchtest, dann tu das. Dann brauchst du keine Holdingstruktur. Und auch wenn du so ein bisschen so einen Nebenjob hast, also nebenberuflich irgendwie selbstständig bist und da jetzt irgendwie 10.000 Euro im Jahr Gewinn machst, dann ergibt ehrlicherweise so eine Holdingstruktur keinen Sinn. Weil, wenn du das Geld ins Privatvermögen tatsächlich übertragen möchtest, dann sparst du durch eine Holdingstruktur keine Steuern. Und natürlich kostet die Struktur auch Geld. Durch eine Holdingstruktur hast du eine zusätzliche Gesellschaft und für die musst du eine Buchhaltung machen, musst du Jahresabschlüsse machen. Das musst du entweder selber machen und musst dann Zeit investieren und hast Softwarekosten oder du beauftragst halt einen Steuerberater und der kostet dich auch 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Jahr. Das heißt, das Ganze ergibt nicht ab
einem Euro Sinn. Aber diese Holdingstruktur ergibt tatsächlich für sehr viel mehr Leute Sinn, als es den Leuten überhaupt bewusst ist. Und tatsächlich gibt es auch einige Anbieter, die sich auf diesen ganzen Bereich vermögensverwaltende Gesellschaften spezialisiert haben. Die können dabei helfen, die Gesellschaften zu gründen, die Buchhaltung zu machen und tatsächlich das Ganze steueroptimal für dich aufzustellen. Und ich habe mir einfach mal gedacht, ich frage Daniel von Right Capital, wann es eigentlich auch für dich Sinn ergeben könnte, eine solche vermögensverwaltende Gesellschaft zu gründen. Hey, grundsätzlich gibt es da zwei beliebte Varianten. Die erste Variante ist die UG, die man sehr häufig bei Gründer und Gründerinnen sieht, die vielleicht auch zum ersten Mal gründen, denn da brauchst du keine 25.000 Euro Stammkapital. Ja, und die Kosten sind etwas geringer, gerade auch bei der Gründung. Und da profitiert man eben wie bei Wiesmann am Ende, wenn es zu einem Verkauf kommen sollte, von den 1,5%. Die zweite beliebte Variante, die man bei Riot auch am meisten sieht, sind die aktiven Investoren am Aktienmarkt. Ja, nämlich da kann man auch auf normale Aktien 1,5% Steuern zahlen. Man hat zwar die 25.000 Euro Stammkapital, aber die kann man ja auch direkt zum Investieren nutzen. Das Ganze lohnt sich dann meist so ab 100.000 Euro aufwärts. Ja, so ein Vermögen muss man schon mitbringen. Vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Wenn du dir das Ganze jetzt anhörst und denkst so, das ist ja Wahnsinn, 1,5% Steuern, so eine Holdingstruktur ist für mich eigentlich genau das Richtige. Wieso wusste ich das Ganze noch nicht? Und du hast da jetzt noch Fragen? Dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Oder du kannst natürlich auch gleich mit den Experten sprechen. Also mit Right Capital. Und da habe ich mit Daniel hart verhandelt und du bekommst einen Special Deal und zwar bekommst du einen 100 Euro Preisnachlass, wenn du den Code Steuerfit verwendest. Den blende ich dir hier gerne einmal ein. Du findest aber auch dazu alle Informationen noch einmal unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne einmal vorbei. Und wenn du ansonsten Hilfe bei deiner Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter brauchst, dann schau dir unbedingt auch einmal unser Angebot an. Wir sind spezialisierter Dienstleister für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier oder du kannst natürlich auch unsere weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.